Moin Leute, willkommen zum neuen Video von Startup Company. Und zuallererst kurz eine Frage. Ich würde gern von euch wissen, was seht ihr lieber? Startup Company oder Two Point Hospital? Ich werde wahrscheinlich hier oben eine Infokarte einfügen und da könnt ihr abstimmen. Einfach oben rechts in der Ecke gucken und da könnt ihr abstimmen, was ihr lieber seht, Startup Company oder Two Point Hospital. Aber ihr könnt es auch gerne in den Kommentar schreiben. Das ist egal. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Noch ein gut ausgeführter Meilenstein. Nun müssen wir unsere Bemühungen im Marketingbereich ausbauen. Stelle einen Vermarkter ein. Als nächstes sollst du eine Textanzeigenkampagne erstellen. Ja, okay. 100.000 registrierte User. Gibt nur ein Problem. Zu wenig Kapazität, sag ich jetzt mal. So, aber egal. Wir gucken jetzt einfach mal. Das wird eine recht kurze Folge, weil ich muss gleich noch weg und ja. Dementsprechend habe ich leider nicht so viel Zeit, aber gut. Ich bemühe mich. Aber so. Das ist nicht gut. Wir brauchen eine höhere Anzahl an. Ja, was macht ihr? Achso. Und was machst du? Okay, du machst das. Was macht ihr? Ihr sollt mehr hiervon machen. Oh, hier das weg, ja. Dann hier, komm, mach. So, bestätigen. So, dann können wir es so machen. Weil ich brauche unbedingt mehr Komponenten, damit unsere Website geupgradet werden kann. Und ja. So. Mach mal hin. Okay, du machst das gerade schon. Und du machst das gut. So, das heißt, wir können gleich wieder upgraden. Theoretisch. Ah, was hast denn du für... Echt jetzt 96%. Naja, egal. So. Jetzt aber. Danke. Jetzt können wir hier das upgraden. So. Können wir noch mal mehr potenzielle User erreichen. Gibt jetzt nur ein Problem. Einnahmen. Die Einnahmen sind momentan noch so ein bisschen schlecht. Aber was hast du eigentlich noch mal zuständig? Ah, für die Server, stimmt. Aber gut. Wo konnten wir das nochmal einstellen? Hier ändern. Nee, nicht zum Mitarbeiter wechseln, danke. So. Ah, ich glaube, ich guck mal bei der Hilfe nach. Was so auf sich hat. Okay, ich denke, das werden wir bald mal machen können, weil wir momentan ein bisschen mehr Geld brauchen. Jetzt die Frage, wo waren Mitarbeiter? Oh, geht derzeit viral. Okay. So, jetzt die Frage, wie. Ach, wir brauchen, glaube ich, hier nochmal mehr Mitarbeiter. Sonst klappt das nicht, wie es soll. Weil hier können wir nicht mehr upgraden.
kommen wird. Was bringt das eigentlich? Also, aber was bringt das eigentlich? Egal. Ich glaube, hier das wäre. Nee, hier das müsste sinnvollste Vertrag sein. Also. Okay. Zeitmaschinen starten. Und eigentlich sollten wir das gleich verbessern können. Komm, hier. Mach hin. Kann sein, dass du das gerade abgegeben hast. Nö. Aber was machst du dann? Wir haben hier ein Problem. Wir haben ein Problem. Wir haben nämlich keinen. Okay. Ja. Geil. Wir brauchen hier Video-Wiedergabemodul. Aber du brauchst hier noch ewig. Wow, du machst da weiter. Komm. Okay. Ah, du produzierst die auch nicht. Okay. Gut zu wissen. Komm, hier. Ja, bestätigen. Mach das mal schnell. Dann hier wieder. Video-Wiedergabemodul. Zeitmaschinenstart. Ja, okay. Ich weiß noch nicht, ob wir hiermit Geld machen. Ich glaube nicht, nicht. Das heißt hier, ja, okay, speichern. Und jetzt brauchen wir hier. Warte, wo konnten wir nochmal? Hier bei hier. Okay, verhandeln. So. Ja gut, ich denke, das ist so ganz okay. Gehen wir noch ein bisschen runter. Okay. So. Das passt soweit. Jetzt halt immer noch das Problem. Können wir hier nicht irgendwo. Nee. Komm hier, du. Jetzt bekommen alle mal einen Bonus. Oder. Komm, Forschung, Büro. Kaffeemaschine wollen alle. Gibt's erstmal fallende Kaffeemaschine. Hier. So. Sollten die schon mal ein bisschen happier sein. Wir haben vielleicht hier noch eine Couch. Zum Entspannen. Was ist denn dein Problem? Komm, hier. Zeig mal, was willst du? Du willst ein Whiteboard, okay. 7 Stunden. Ah, ihr wollt noch Pflanzen. Die Pflanze kommt natürlich dahin. Sollten alle wieder glücklicher sein. Ja, okay, du hast dich krank gemeldet. Du warst nicht wichtig. Aber du bist hier wichtig. Mach mal hin. Dass sie immer so lange braucht. Aber gut. Irgendwie war's. Leider. Komm. Mach schneller.
Okay, die produziert genug, du aber nicht. Danke. Jetzt können wir hier das wieder erhöhen. So. Bei Hosting ist alles noch okay. Ja. Gut. Hier sind alle zufrieden. Hier geht's leider, oder was heißt leider? An sich ist ja gut, aber. Warum melden sich jetzt alle krank? Naja, egal. So, ihr wollt noch Rentenversicherung. Ja, komm. Sind wir mal so nett. So. Wir können wir das aktivieren mit Rentenversicherung? Mitarbeiter? Kann ich dich aussehen, dass du hier eine Rentenversicherung kriegst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht wie. Outsourcing, Mitbewerber. Ja, ich glaube, wir sind noch recht weit und. Ja, 41. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Bis wir hier super reich werden. Mit YouTube. Wie schon gesagt, billiger Name, aber es klappt irgendwie. Jetzt halt die Frage, wie kann man den ihr Rentenversicherung zuweisen? Komm. Kapital. Ja, das schmeckt schon, aber naja, egal. Servernutzung ist halt hoch. Komm, hier Zeitmaschinen starten. Ich glaube, wir machen es so. Hier nochmal. Schon mal mittleren Arbeitsplatz. Wer will als einen mittleren Arbeitsplatz? Du nicht. Doch. Was wollen die alles? Alles. Unglaublich. Was die alles wollen. Jetzt halt immer noch die Frage, wie kriegen die ihre Rentenversicherung? Da habe ich nämlich noch keine Ahnung. Naja, ist nicht unser Problem. Die wollen hier rein, aber helfen mir nicht. Ein Million ist die Bewertung. Ist doch ganz nice. So. Komm, Zeitmaschinen starten. Ja, eigentlich Geld ein. Ich glaube, wir nehmen Geld ein. Warte, wo kann man das sehen? Finanz. Oh Gott. Okay, wir machen 4 Minus. Ja, das stimmt. Jetzt die Frage, wie können wir das verbessern? So. Das gehen wir ein bisschen runter. Aber immer noch wie? Na egal. Jetzt können wieder ein paar
neue User hinzukommen, aber es sind, glaube ich, ein paar zu viele. Das habe ich immer ein bisschen, ja. So. Nächstes Mal. Ja, okay. Wir machen zu viel Minus. Das ist schlecht. Weil Minus und so nicht gut. Okay, ich glaube, hier das beste Angebot. Nein, das ist nicht, Entschuldigung, das ist nicht das beste Angebot. Das beste Angebot ist, glaube ich, hier wirklich das hier. Oder? Man muss, glaube ich, so ein Mittelmaß finden. Hier 893 und hier. Komm. Verhandeln wir mal. Wir machen es hier mal so. Soll sich eigentlich schon glücklich schätzen, dass das so. Komm. Hier. Mach 380. Ach, danke. So. Das heißt, wir starten mal die Zeitmaschine. Und hier ist jetzt wieder alles voll, wie erwartet. Aber wir können das jetzt wieder erhöhen, zum Glück. Aber, okay, Stufe 9. Ah, wir müssen wahrscheinlich hier mal gucken, bei Forschung nach Features. Auch nicht, glaube ich, ein bisschen erhöhte. Wir brauchen einen fortgeschrittenen leitenden Entwickler. Ah, wie machen wir das jetzt? Das ist eigentlich ganz nice. Zumindest hört sich ganz nice an, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir das aktivieren. Weil wir sind, glaube ich, bei Pleite. Das ist nicht so krass. Wir machen 90.000 Minus. Das ist nicht gut. Möchte ich ganz ehrlich sagen. Aber wir bekommen immer mehr User und das ist gut. Je mehr User, desto besser. So, können wir hier schon was verbessern? Nö. Schade. Oh. Das ist nicht gut. Wenn die sich krank melden, nicht gut. Naja, egal. Ist dann wohl leider so. Und was auch leider so ist, ist, dass ich jetzt die Folge leider beenden muss. Ich würde sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gern ein Like da lassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonnieren und vielleicht auch Glocke aktivieren. Und wenn es euch gefällt, ja, auch einen Kommentar da lassen. Oder halt sonstiges, wenn ihr auch Tipps habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.